Der tschechische Binnentanker, der hier den Fähranleger in Aachen passiert, ist stolze 110 Meter lang und 13 Meter breit. Eigentlich sollte die Spera ihre Fahrt schon vor über einem halben Jahr beginnen. Doch wegen des Niedrigwassers im Sommer musste der Start immer wieder verschoben werden. Geführt wird der Tanker von zwei Schubschiffen, da er erst bei seinem Auftraggeber in Holland einen Motor bekommt. Für die Kiebitzer an Land ist die Vorbeifahrt ein echter Blickfang. So was sieht man selten hier so in Ortschaften Aachen. Ich finde das interessant. Ja. Wenn jetzt gerade so ein Schiff aus Usti, wo es gebaut wird, nach den Niederlanden transferiert wird. Das bietet sich an, wenn mal so ein Riesentanker hier vorbeikommt. Das muss man gesehen haben. Der 900 Tonnen schwere Tanker soll zukünftig Chemikalien transportieren.